hier speziell alle Schulen, die Vorlagepflicht einer oder die Bestätigung eines negativen Tests sozusagen bis Freitag gestatten. Die Johanniter, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass sie über ihr Engagement im Testzentrum hinaus jetzt auch noch es bewerkstelligen, morgen an zwei weiterführenden Schulen mehrere hundert Schüler zu testen bzw. die Tests anzubieten. Es gibt neue Verordnungen, dann kommt wieder eine Pressemitteilung, die kopieren Sie dann schnell mit ins Schreiben rein, weil Sie auch nichts Besseres dann sozusagen in der Hand haben. Ist das nicht ein bisschen Kuddelmuddel alles? Wir hatten in den letzten Tagen das Thema Tests, gerade in Richtung Schulen und Kitas, weil Cottbus ja die Testpflicht einführt, rein theoretisch ab Mittwoch. Nun gibt es neue Informationen. Wir haben uns entschieden, weil ja nicht ausreichend Tests zur Verfügung gestellt werden konnten, unter anderem durch das Land Brandenburg, dass wir an den Schulen, hier speziell alle Schulen, die Vorlagepflicht einer oder die Bestätigung eines negativen Tests sozusagen bis Freitag gestatten. Es bleibt aber dabei, dass Tests durchgeführt werden müssen für Kinder, für Schülerinnen und Schüler, die die Schule betreten wollen, ähnlich wie es für Lehrkräfte und das Personal ansonsten verpflichtend ja vorgeschrieben ist. Und bis Freitag, spätestens Freitag, müssen diese Bescheinigungen vorliegen. Ergibt es jetzt noch Sinn, Freitag zu nehmen, obwohl ja danach eigentlich Ferien sind? Ja, durchaus, weil wir ja anhand der Tests sehen, wenn dort negative Tests vorgelegt werden, ist das ja zumindest eine gewisse Gewissheit, dass da nichts ist. Und die Tests sind wichtig, um positive Fälle zu erkennen, um Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen. Also es ist wichtig zu testen. Das ist ja unser Appell und deswegen haben wir es auch verpflichtend gemacht angesichts unserer steigenden Inzidenzwerte. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf das Gesamte. Also die letzten Tage bis jetzt dann eben Freitag. Es gab ein Schreiben, da hieß es, wir brauchen auf jeden Fall die Tests. Nutzen Sie auch die Testzentren? Nun wurden die am Montag unglücklicherweise fast schon überrannt, kann man ja sagen. Wie kam es jetzt zu dieser Situation auf einmal? Es gab ein paar bedauerliche Entwicklungen. Zunächst ist es tatsächlich so, dass wir es bedauern, wie sich manches da entwickelt hat. Das ist leider Gottes nicht ganz zu vermeiden gewesen durch zwei Umstände, die zumindest wir im Blick haben. Zum einen, dass das Land Brandenburg sehr spät in der vergangenen Woche erklärt hat, dass die angekündigten Tests für die Schulen so nicht zur Verfügung gestellt werden können. Und dass das Land Brandenburg am Sonntagabend erklärt hat, dass die Präsenzpflicht für Schüler ausgesetzt wird. Das sind alles Umstände, die wir nicht beeinflussen können, auf die wir aber reagiert haben und versucht haben zu reagieren in vergleichsweise kurzer Zeit, nämlich dass wir aus eigenen Kapazitäten und mit eigenen Bestellungen versucht haben, die Tests für die Schulen zur Verfügung zu stellen. Das war leider Gottes auch nicht so einfach, wie wir hofften, das in den Griff zu kriegen. Deswegen jetzt auch die Ausweitung sozusagen der noch dieser zusätzlichen zwei Tage. Und es sind auch leider Gottes bei der Versorgung der Kitas sind ein, zwei Einrichtungen leider übersehen worden. Das ist auch bedauerlich, weil es auch dadurch Ärger gegeben hat, gerade bei Eltern, aber auch bei den Kita-Leitungen. Dafür können wir uns nur entschuldigen, dass das so gelaufen ist an einzelnen Stellen. Insgesamt denken wir aber, dass wir gerade im Bereich Kita doch jetzt eine vernünftige Versorgung hinbekommen haben und wir aus dem Bereich auch relativ wenig Beschwerden hören. Und für den Bereich Kita gilt sozusagen weiterhin Mittwoch als, ich sag mal, Deadline. Für Kita gilt der morgige Mittwoch zur Vorlage der entsprechenden Bestätigung eines negativen Schnelltests. Ja. Dann wurde heute noch gesagt, dass die Johanniter sich schnell bereit erklärt haben, morgen selbst nochmal an zwei Schulen zu gehen. Das heißt, gibt es einen groben Stand, wie nun der Teststand ist eigentlich, wo noch Lücken sind? Wir haben heute als Stadt nochmal 4000 Tests erhalten. Die sind vor einer guten Stunde angekommen, werden jetzt sukzessive verteilt an Grundschulen, zunächst an Grundschulen, da ist ja am wichtigsten, dann auch an weiterführende Schulen. Die Johanniter, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass sie über ihr Engagement im Testzentrum hinaus jetzt auch noch es bewerkstelligen, morgen an zwei weiterführenden Schulen mehrere hundert Schüler zu testen bzw. die Tests anzubieten. Das entscheiden ja die Eltern bzw. die volljährigen Schüler, ob sie die Tests wahrnehmen. Aber sie brauchen diesen Test oder die Bestätigung des Testergebnisses für das Betreten der Schulen, spätestens, wie gesagt, am Freitag. Es ist ein wunderbares Angebot, was die Johanniter da machen. Da sind wir also sehr dankbar. Um mal so einen Überblick zu bekommen, wie ist denn so das Infektionsgeschehen jetzt allgemein an Kitas und Schulen in Cottbus? Wir haben aktuell 11 Kindertageseinrichtungen und 10 Schulen, Grundschulen wie weiterführende Schulen, die von Infektionen betroffen sind oder wo Klassen oder Gruppen in Quarantäne sind.
Ich will noch mal einen Punkt aufnehmen, den Sie vielleicht auch so ein bisschen durchklingen lassen haben und den auch wir immer wieder gefragt kriegen oder wir uns auch selbst fragen. Gerade das Land, die Kommunikation immer wieder, es gibt neue Verordnungen, dann kommt wieder eine Pressemitteilung, die kopieren Sie dann schnell mit ins Schreiben rein, weil Sie auch nichts Besseres dann sozusagen in der Hand haben. Ist das nicht ein bisschen Kuddelmuddel alles auf der Ebene? Es ist Kuddelmuddel, aber wir leben in Zeiten einer Pandemie. Da werden sicherlich der eine oder andere hat da wenig Verständnis für. Das hat mein Kollege vor ein paar Tagen etwas lax gesagt. Hier sind Prozesse im Gang, für die Verwaltung früher mehrere Jahre gebraucht hat. Die werden jetzt hier binnen Wochen durchgezogen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Erklärung, gerade für die Leute, die jetzt unmittelbar betroffen sind von diesem Kuddelmuddel. Wie gesagt, da können wir nur um Entschuldigung bitten und auch um Nachsicht, weil es eben Prozesse sind, die man teilweise eben auch nicht so genau vorhersehen kann. Bis hin dazu, dass natürlich wir als Stadt auch immer auf die entsprechenden Beschlüsse und Verordnungen des Bundes bzw. des Landes Brandenburg warten müssen. Und wir erleben es ja gerade wieder, dass also viele Dinge dann sehr schnell knallfall kommen. Einerseits wird man zum Handeln aufgefordert, andererseits sind die Regelungen dafür eigentlich gar nicht da. Und das ist tatsächlich ein Kuddelmuddel. Es wirkt ein bisschen chaotisch. Das kann man uns leider oder kann man uns vorwerfen. Das ist leider so, das können wir gar nicht abstreiten. Aber wir müssen da gemeinsam durch. Letzten Endes hängt es immer daran, dass wir möglichst viele sich an die Regeln halten, möglichst viele Infektionen verhindern. Weil auch im Hinterkopf sollten wir immer behalten, dass wir das Gesundheitssystem nicht nochmal so arg strapazieren, wie es bereits schon mal strapaziert war.